So, Freunde, die aktuelle Twitter-Page bzw. X-Page von Dragon Ball Sidokan Battle JP hat heute ein Video veröffentlicht, welches sie sofort runtergenommen haben. Und zwar könnte das womöglich ein frühzeitiger Leak sein für die Thematik der kommenden Worldwide Celebration. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Ihr seht auch das Video an der Stelle nebenbei laufen. Schaut an Luka Dokkan. Und zwar findet die Worldwide Celebration ja Ende August zeitgleich statt für Global und JP. Ihr seht auch schon dran, to be continued. Das heißt, wir sollten weitere Leaks noch bekommen, beziehungsweise Teaser. Viele spekulieren, dass das die Future-Saga anteasen könnte, weil das, was hier gezeigt wird, ein Nachbau-Replika ist von der Time Machine von Trunks hier an der Stelle. Und es kann sehr gut sein, dass das Ding, also das Video wieder offiziell gepostet wird. Es wurde wahrscheinlich einfach nur frühzeitig online gestellt. Deswegen haben sie es sicherlich runtergenommen. Aber ihr seht es auch schon, es ist offiziell mit dem Logo etc. Also das Video wird sicherlich, wenn nicht heute, die Tage wieder online kommen. Und ja, das heißt, theoretisch könnte die diesjährige Worldwide Celebration die Future Saga Thematik haben. Lasst ihr mich erstmal wissen, wie ihr das findet. Was ihr euch da wünscht für Charaktere. Ich meine, sehr vielen fällt wahrscheinlich sofort Vegito Blue ein. Wenn wir über die Future Saga mal sprechen, also wenn wir annehmen, dass die Worldwide Celebration tatsächlich Future Saga sein wird, wegen dieser Time Machine, dann gehe ich schon davon aus, dass damit die Future Trunks Saga gemeint ist aus Dragon Ball Super und nicht Android Cell Saga, weil ich meine, in der Android Cell Saga kam ja Trunks auch mit der Zeitmaschine, als auch Cell. Das heißt, in diesem Video spreche ich einfach mal drum, was ich mir vorstellen könnte, welche Charaktere kommen könnten. Ich würde mir wünschen, dass tatsächlich die Banner-Aufteilung nicht wie letztes Jahr wird. Letztes Jahr war richtig geil, die Worldwide Celebration mit Cooler. Aber die Banner-Aufteilung mit Part 1 Dokkan-Fest und Carnival und Part 2 ebenso Dokkan-Fest und Carnival hat mir nicht so gefallen. Ich würde es einfach wie das Jubiläum machen, wie beispielsweise jetzt im 8-jährigen Jubiläum. Part 1 gab es ja ein Dokkan-Fest mit den Z-Boys und GT-Boys und Part 2 waren zwei Carnival-Banner. Und ich meine, die Future-Saga aus Dragon Ball Super mit Trunks, die kann noch einiges hergeben. Wir sind 8 Jahre im Spiel drin. Wir haben 2023 und wir haben keinen modernen, starken, krassen Goku Black. Das kann es doch nicht sein. Oder Vegito Blue. Ich meine, jetzt ein Ise ausgeschlossen, also einen neuen Vegito Blue. Und ihr seht es auch schon, ne? Wir haben letztes Jahr gute Charaktere bekommen mit Trunks zum Vegeta, als auch Fusion Zamasu. Und Fusion Zamasu hat bis heute immer noch keinen guten Partner. Und apropos Fusion Zamasu, vielleicht hat es mitbekommen, in den letzten Tagen wurde durch Setter Download etwas geleakt. Und zwar sollten vermutlich Änderungen vorbehalten, eine neue Mechanik kommen, Dokkan Fields. Kurz gesagt sind das Spielfeldzauber, wie aus Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel. Kennt ihr die Karte noch? Umi, boom. Also, mehr oder weniger. Und viele spekulieren darauf hin, dass zum Beispiel ein Zamasu kommen könnte, der so einen Dokkan Field hat, indem er im Anime nimmt, der das Universum ein, wird so zum Universum quasi. Und das könnte so ein Dokkan Field Mechanik sein. Wenn wir mehr darüber wissen, lasst uns das Ganze natürlich wissen, deswegen könnt ihr gerne ein Abo da lassen, als auch ein Like auf das Video. Und ansonsten, ja, also, ich würde mir echt einen Goku Black wünschen, so. Vegito Blue vs. Goku Black Rosé, auch wenn es im Anime so nicht war, kam in Dokkan aber echt oft. Das Ganze hat angefangen damals mit dem AGL Rosé gegen den physisch Vegito Blue. Die kamen damals beide raus. Ich meine auch zu einer Download Celebration, glaube ich. Also die Worldwide Celebration hieß ehemals Download Celebration. Und zwar war das damals aber noch nicht zeitgleich, wie ihr seht. Der kam 2016 auf JP raus, 2017 auf Global. Und dann gab es nochmal Tech Vegito Blue gegen Strength Roast an Weihnachten. Ne? Also, so, man hatte das schon oft, dass man Vegito Blue released hat mit einem Rosé. Und ich meine, jetzt zu Part 1 beispielsweise, wenn wir uns vorstellen, Dual Dokkan Fest Release, ein Goku Black Rosé gegen ein Vegito Blue. Natürlich beides LR so. Wir haben kein Standalone LR Vegito Blue. Goku Black Rosé haben wir zwar, den könnte man auch ein bisschen anders gestalten. Transforming oder so, je nachdem. Auch wenn wir schon eine Theo als Transforming haben. Aber könnte man definitiv machen, sodass man dann Part 2 zum Beispiel einen Zamasu raushaut, der dann einen brutalen Partner bekommt, jetzt außerhalb von Goku Black. Also einen weiteren Zamasu, Corrupted. Die Corrupted Zamasu heißen zwar alle gleich, also dieser Tag Corrupted Zamasu heißt auch Fusion Zamasu, aber den Namen könnte man easy ändern, das ist gar kein Problem. Also ab dem Zeitpunkt. Gegen den Trunks könnte ich mir echt vorstellen. Sword of Hope Trunks, mein Legends hat auch den LF Trunks mit dem Sword of Hope. Wir haben zwar den TOF, aber gerade auch die Dragon Ball Super Future Trunks Saga bietet sich deswegen so gut an, weil es sehr, sehr viele Ises geben könnte. Zum einen der AGL,
Ansonsten der LA-Intro-Sinne, also der ist ja katastrophal. Auch als er released wurde, war er überhaupt nicht gut. Deswegen, ich wette auf eine. Also, beziehungsweise lässt mich dieser Teaser eher darauf hoffen, dass es eine Dragon Ball Super Future Trunks Saga-Thematik wird. Ich persönlich hätte mir gewünscht, für die Worldwide dieses Jahr, Dragon Ball Super Hero Film. Weil wir haben immer noch kein Standalone Beast Gohan und da kann man einige Charaktere noch raushauen. Auch für so ein LR Gamma 1 und 2 in einem Standby-Modus, die sich opfern. Genau wie die GT-Boys beispielsweise. Also fängt an als LR Gamma 1 und 2, geht in Standby-Modus raus. Dann ist Gamma 1 draußen mit den anderen Charakteren, die gegen Cell Max da versucht haben, ihn aufzuhalten. Also Gotenks, C18, Krillin, Gohan, Piccolo und so fort. Und dann je nachdem, ob es ein Revive Contest oder Standby wie die Z-Boys, kommt halt Gamma 2 runter mit dem Finisher so. Das wäre auch ein geiler Charakter. Oder Dragon Ball Super Broly Film. Ey, was ist da los? Wir haben keinen geilen LR Full Power DBS Broly. Wir haben gar keinen LR Full Power Broly. Also die haben DBS Broly, Chila Lima und so, aber Müll, das zählt nicht. Also ich hätte mir tatsächlich auch sowas eher gewünscht. Das war so mein Top-Pick, was ich mir gewünscht hätte. So eine Hero Movie Celebration mit Superhero Clash DBS Broly. Ansonsten hat die Community auch sehr die Future Saga für möglich gehalten, für realistisch gehalten. Oder eine so eine Vegito Celebration. Also viele haben sich gewünscht, dass zum Beispiel zu Part 1 ein Super Vegito rauskommt gegen Buhan und zu Part 2 dann ein Vegito Blue gegen Fusion Zamasu. Das war auch so in den Picks der Community. Hätte man auch machen können, so ist es nicht, aber wie es scheint, wird es eine Future-Saga. Ich meine, kann es ja noch ändern. Es kann ja sein, dass Part 1, dass die Dragon Ball Super Future-Saga ist und Part 2 dann Android Cell-Saga, Fragezeichen. Weil bis jetzt haben wir halt nur den Hint für diese Zeitmaschine. Es sei denn, einer von euch sieht ganz genau heraus, ey nein, wegen dem und dem Teil ist es die Zeitmaschine aus Dragon Ball Super und nicht aus DBZ. Dann lasst mich gerne wissen. Ich habe jetzt nicht so ein krass Auge drauf geworfen tatsächlich. Aber ihr seht auch schon, da steht ja To Be Continued dran. Das heißt, weitere Teaser werden sicherlich noch die Tage kommen. Boys und Girls, so viel tatsächlich dazu, dass ihr mich wissen, wie ihr das Ganze findet. Also wollt ihr eine Future Trunks Saga? Falls ja, welche Charaktere wollt ihr? Wollt ihr einen Vegito Blue? Wie sollte er aussehen? Wollt ihr einen Fusion Zamasu, einen Goku Black Rosé? Und ja, ansonsten sieht man sich dann das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be